Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Hauptfeldwebel. Und zwar betrachten wir heute mal den Hangar von Star Citizen. Nachdem ich euch im letzten Video gezeigt habe, wie man sich bei Star Citizen für die Alpha-Version anmeldet, schauen wir uns, wie gesagt, den Hangar an. Ich zeige euch ein bisschen, was man in diesem Hangar machen kann. Natürlich als allererstes steht hier euer entsprechender Flieger. Hier haben wir mein Schiff. Das kann man sich hier im Hangar ganz gut betrachten. Es ist ein großer Hangar und zwar der günstigste, den man bekommt. Und zwar von Selfland, wie wir vor uns auch sehen. Und dann habt ihr hier Gate B2, Gate B1. Ich gehe davon aus, dass das zusätzliche Hangar-Slots sind. Das heißt, ihr könnt ja mehrere Schiffe hier einbunkern. Und ja, schauen wir uns erstmal hier diesen netten Flieger an. Jawohl, ja, wir steigen auch schon automatisch ein. Mal ins Cockpit klettern. Wie gesagt, hier könnt ihr euch alle eure gekauften Maschinen angucken, ein bisschen rumexperimentieren. Fliegen geht noch nicht, da der Hangar noch nicht an das Spiel angeschlossen ist, beziehungsweise noch nicht integriert ist. Eigentlich würde jetzt hier ein Startbildschirm links und rechts hochlaufen, dann würde einen der Bordcomputer begrüßen und dann kann es auch schon ins Weltall gehen. Das funktioniert im Hangar noch nicht, wie gesagt, weil noch nicht angeschlossen ist. Wir gehen mit Steuerung und F wieder raus. Der Sound ist da, aber animiert sind die Schaltflächen im Hangar wohl noch nicht. Ja, was haben wir hier hinten? Also ich glaube, es kann sogar jemand mitfliegen. Hier hinten haben wir die Schlafkoje. Auch die können wir mal ausprobieren. Jawohl, ja, schön weich. So muss das sein. Während des Fluges kann man dann natürlich auch noch die Sterne betrachten, für die, die es wollen. Aber die Hangardecke ist nicht wirklich interessant. Von daher gehen wir wieder mit Steuerung und F raus. Oh, das ist ein Gekrabbel hier. Nanu. Und raus hier, mein Freund. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Sehr schön. Ihr könnt übrigens mit der Einfügen-Taste, könnt ihr euch selber beim Laufen sehen. Genau. Tolle Panzerung. Wie gesagt, das ist ein Selfland-Hangar. Den günstigsten, den man bekommen kann. Man kann dann auch für mehr Schiffe bessere kaufen. Das heißt, wie im richtigen Leben ist nach oben fast kein Limit gesetzt. Dann sehen die Hangars auch schöner aus, haben mehr Schnickschnack drinne. Ja, aber ich glaube, das braucht man für den Anfang nicht. Wir begnügen uns hier zum Beispiel mit dem Flugsimulator. Hier kann man Simulationen ableisten, ein paar Flüge absolvieren. Sehr geil gemacht. Hier könnte man dann zum Beispiel in den Arena Commander einsteigen. Star Marine ist noch nicht raus, aber den Arena Commander zeige ich euch ein nächstes Mal. Und zwar gehen wir dann hier wieder mit Exit raus. Die Animation ist schon geil, also muss man ja sagen. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir... Ah ja, genau. Hier kann man sich seine Rüstung aussuchen. Sowas ähnliches wie ein virtueller Schneider, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir hier die Marine Light, die Panzerung, die leichte Panzerung.
die mittelschwere Panzerung und natürlich die schwerste Panzerung, die mir persönlich am besten gefällt. Und als Hauptfeldwebel nehme ich natürlich auch die Militärvariante. Das hier unten, ja, ist nicht so mein Fall. Von daher bleiben wir bei der Army-Variante. Wie gesagt, es wird noch an allen möglichen ja gearbeitet, deswegen kann ich euch auch nicht allzu viel sagen oder Konkretes zu den Sachen, weil es wird immer noch was verändert, dazu gebaut. Und von daher können wir uns nur die Sachen betrachten, wie sie gerade im Moment vom Stand sind. Dann können wir hier mit Exit wieder rausgehen. Genau, vielen Dank, der Herr Schneider, der Virtuelle. Man hört es beim Laufen auch, die Rüstung ist sehr schwer. So, hier haben wir den virtuellen Tisch, den können wir auch mal zeigen, den Holotisch. Hier kann man zum Beispiel seine Schiffe verwalten, irgendwelche Paints für die Schiffe auswählen, die Bewaffnung ändern. Dann wird alles angezeigt auf der rechten Seite, was zur Verfügung steht. Ja, so kann man das natürlich mit der Munition machen, den Schilden, den Triebwerken. Funktionell ist dieser Tisch aber noch, glaube ich, nicht. Denn ich habe irgendwann schon mal probiert, was einzubauen. Hat aber irgendwie nicht so geklappt. Okay. Wie gesagt, es ist ja auch noch nicht fertig. Von daher nicht so schlimm. Können wir hier wieder, ich glaube, mit der Taste F rausgehen? Genau. Ja, jetzt ist noch ein bisschen buggy, ein bisschen fehlerhaft. Wir haben jetzt hier diesen Auswahlbildschirm da unten, diese Leiste. Die möchte ich aber eigentlich auch weghaben. Nochmal zum Tisch. Sie geht diesmal nicht weg. Okay. Tun wir mal so, als wäre sie gar nicht da unten, die Leiste. Was haben wir hier im Hangar noch? Ja, eine, wie soll ich sagen, eine Vitrine. Ich würde sagen, hier kriegt man irgendwie, wenn man irgendwelche Missionen hat, Pokale, keine Ahnung, Auszeichnung. Oder vielleicht ist es auch nur ein Fischteich oder so, ich weiß es nicht. Also was hier, das hat sich mir noch nicht erschlossen, was man hier mit machen kann. Hier haben wir irgendein Ausrüstungs, Depot, Stiefel, Handschuhe, ja, alles das, was die Rüstung so hergibt. Aber auch hier kann ich euch den Sinn und Zweck noch nicht ganz mitteilen, weil ich kann hier nur auf und zu machen und das war's dann auch. Also machen wir wieder zu, genau. Und mit der Rüstung läuft sich das schwieriger. Ja, wir benutzen einfach mal den Fahrstuhl, um den Hangar mal von oben zu betrachten. Alles geht hier vollautomatisch. Die Grafik und die Sounds sind wirklich sehr geil schon in dem Spiel und es ist noch nicht mal fertig. Es ist wirklich fantastisch. Macht echt Spaß. Und ich denke, wir werden in diesem Hangar selbst noch viele Dinge hinzubekommen. Also finde ich wirklich klasse. Ich bin den Weg auch schon mal abgelaufen. Hier oben ist nicht wirklich viel, was man zeigen könnte. Deswegen fahren wir auf der anderen Seite wieder mit dem Fahrstuhl hinunter.
Das sind irgendwie Zugang zum anderen Hangar. Also wenn ihr mehrere Schiffe habt, könnte ich mir vorstellen, dass das euer Zugang dazu ist. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich habe nur ein Schiff. Ich bin so arm, ich kann mir nur ein Schiff leisten. Und dennoch muss ich sagen, ein ziemlich hässliches. Dieses Ding ist... Es sieht aus wie so ein Moskito oder sowas. Das ist echt übel, das Teil. Aber es hat einen Vorteil gegenüber der Bundeswehr. Dieses Ding hier fliegt. Also es tut das, was es soll. Und ja, naja, lassen wir diesen Scherz beiseite. So, jetzt stellt man sich, glaube ich, nur hier rauf und der Fahrstuhl kommt dann irgendwann. So wollen wir hoffen. Fahrstuhl. Ah, da ist der Fahrstuhl. So, eine Etage tiefer. Strümpfe, Niederwaren, alles Mögliche. Eigentlich auch eine plumpe Technik. Aber nun gut. Solange es kein Paternostra ist. Ja, und wenn, wie gesagt, der Hangar hier mit dem Spiel verbunden ist, kann man auch vom Hangar mit seinem Schiff direkt ins Spiel starten. Ich denke mal, dafür sind diese Konsolen angedacht. Aber da das, da der Hangar noch nicht ans Spiel angeschlossen ist, steht hier Zugang verweigert. Wir können die Hangartore nicht öffnen. Sag mal, kann dieser Typ auch rennen? Ja, mit Shift und W können wir auch rennen. Ja, die Grafik ist hier an einigen Stellen noch nicht ganz korrekt. Aber ich kann hier auch nichts drücken. Also ist ja hier, die Sicherheit ist ja vollkommen gegeben, ne? PIN-Nummer, Karte durchziehen. Ja, dieses kleine Schiffchen ist hier auch völlig verloren in diesem riesigen Hangar. Und es ist sogar, glaube ich, der kleinste in dem Spiel. Also das heißt, wenn ihr euch bessere Hangar kauft, die sind gigantisch. Die sind wirklich riesengroß. Haben eine richtig geile Ausstattung und sind natürlich hier nicht so hässlich wie die ganzen Rohre und irgendwelche Treppen, die man sehen kann. Also wie gesagt, wenn das möglich ist, werde ich mir natürlich auch einen besseren Hangar kaufen. Ja, was gibt's hier sonst noch sozusagen? Eigentlich nichts mehr. Was ist da hinten in der Ecke? Ist das auch noch ein... Ach, da sind wir ausgestiegen. Da sind wir ausgestiegen. Hier ist irgendwas abgezäunt. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geil gemacht, dieser Hangar. Wenn dieser blöde Holotisch auch endlich mal funktionieren würde. Ein letztes Mal probieren wir es noch. So. Sagen wir mal, wir wollen die Waffen wechseln. Dann müssten wir das doch eigentlich anklicken können. So, eigentlich das, was aktuell verbaut ist, aber er zeigt uns da nichts an. Also wir kriegen wirklich nur Informationen, wenn wir mit der Maustaste rüberfahren.
Hitpoints 150. Hitpoints 150. Ja, boah, das lohnt sich ja gar nicht, das Ding auszubauen. Na gut, wir können hier nichts auswechseln anscheinend. Mit F wieder raus. Also dieser Simulator hat schon was für sich. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert selbst. Das können wir ja irgendwann mal in einem Video zusammentun. Ja, und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Falls irgendwelche Fragen sind, immer Fragen, rein in die Kommentare. Ich werde auch nochmal das Video für die Anmeldung zu Star Citizen verknüpfen. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr mit dabei seid und mit uns durchs Weltall düst. Bis dahin würde ich wie immer sagen, see you on the flight deck. Tschüss, bis dahin, bye bye.